Ein großes Polizeiaufgebot heute hier am Stephansplatz. Der Grund ist der Marsch fürs Leben 2019 in Wien. Hallo, mein Name ist Manuela Steiner und wir sind heute hier in Wien am Stephansplatz für den österreichischen Marsch fürs Leben 2019. Und wir sind froh und dankbar für jeden, der hier heute auch da ist, um uns zu unterstützen und mit uns gemeinsam dieses Zeichen zu setzen für die Frauen und für die Kinder. Ja, der Lebensschutz ist ja ein Teil des umfassenden Schutzes der Schöpfung. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, aber es geht nicht nur um den Schutz des Menschen. Es geht um eine große Umkehr, denn wir sind mit unserer Zivilisation in eine Krise geraten. Und da kann man jetzt nicht sagen, schützen wir die oder die, sondern schützen wir beide. Und das gefällt mir so gut am Motto heuer für Marsch des Lebens. Lieben wir beide. Wir schützen die Mutter und das Kind. Ich bin da, weil ich diese menschliche Tragödie, die zur Abtreibung führt, ernst nehme. Wir müssen die Mütter und Väter mit ihren Kindern ernst nehmen und hinterfragen, welche Antwort geben wir ihnen als Gesellschaft? Welche Lösung schlagen wir vor? Und darum bin ich da. Denn wenn, Schätzungen zufolge, ein Viertel aller empfangenen Kinder in Österreich abgetrieben wird und ihr Tod die Lösung für diese Not sein will, dann kann ich mich nicht damit abfinden. Was siehst du, hat sich seit dem Beginn dieser Petition gesellschaftlich, politisch schon in diese Richtung getan? Sehr ermutigend, heute zu sehen, wie viele Leute am Marsch für das Leben teilnehmen. Ich glaube, dass das Bewusstsein gestiegen ist, dass da wirklich ein Problem vorliegt. Man hat geglaubt, es spricht niemand darüber, also ist ja eher alles in Ordnung. Aber das ist nicht der Fall und ich denke, dass über Verändern dieses Bewusstsein auch stärker geworden ist, dass etwas getan werden muss, dass Handlungsbedarf da ist und vor allem, dass wir dieses Thema aus dem Tabu geholt haben, dass endlich wieder über Abtreibungen gesprochen wird. Es ist viel zu wichtig, um darüber zu schweigen. Was hat dich besonders heute am Marsch für das Leben angesprochen? Besonders natürlich die rege Teilnahme, dass es immer mehr Leute werden, die auf die Straße gehen, um zu sagen, da gibt es ein Problem. Wir stehen hier für das Leben. Wir wollen sie beide lieben, Mutter und Kind, auch in den widrigen Umständen. Und das hat mich sehr, sehr ermutigt, das zu sehen.